damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal mit der LEGO 76912 und zwar dem Speed Champions Fast and the Furious Dodge Charger 1970. Das ist natürlich das schöne Gefährt vom lieben Dom Toretto aus der Serie Fast and the Furious. Und ich habe ja auf dem Kanal schon mal ein Set in diese Richtung vorgestellt. Und zwar den Kollege hier. Einige wenige von euch werden die Review dazu gesehen haben, aber die ist ja schon ein ganzes Stückchen älter. Und zwar ist das der Kollege von Sambo, natürlich ohne eine offizielle Lizenz, weder von Dodge noch für Fast and the Furious. Deshalb darf man das Ganze nicht so nennen, aber ich glaube, man kommt darauf, was es darstellen soll. Und dementsprechend kann man diese Sets ganz gut miteinander vergleichen. Als ich dieses Sambo-Set damals vorgestellt habe, habe ich euch gefragt, wollt ihr auch von Lego den offiziell lizenzierten Part sehen? Und ihr habt danach geschrien, ja, ihr wollt das. Und weil ich euch unglaublich gerne habe, habe ich natürlich das Set für euch besorgt und wir schauen uns das Lego-Set an. Da das Ganze ein Speed Champion ist, sind wir da ja immer in der Kategorie um die 20 Euro. Für dieses Set habe ich dieses Mal 14 Euro bezahlt, weil es auf Amazon im Angebot war. Nur im Vergleich, dieses Set von Sambo hat damals 7 Euro gekostet. Und da ihr alle zumindest nach Lego sehr dumme Endverbraucher seid, möchte ich euch noch einmal aufgeklärt haben, dieses Set hier ist kein Lego, das ist ein anderer Klemmbausteinhersteller. Bitte kommt nicht auf die Idee, dass das hier Lego sein könnte. Ich habe es damit nochmal erwähnt, wer die Anspielung verstanden hat, kann ja gerne mal die anderen in den Kommentaren darüber aufklären, warum ich das gerade so gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Und natürlich reden wir auch mal kurz in diesem Video darüber, ob sich der Aufpreis vom Sambo-Set zum Lego-Set lohnt oder ob er gerechtfertigt ist. Auf der Verpackung gibt es sonst nicht so viel Spannendes zu sehen, außer nochmal das Set von hinten, dann Doms Dodge Charger mal von vorne aus der originalen Filmszene. Sehr coole Szene, wenn ihr mich fragt. Und natürlich sehen wir auch nochmal den Innenraum des Chargers und die Minifigur, die Dom Toretto darstellen soll. Aber die schauen wir uns natürlich auch in echt an. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall auf und dann schauen wir uns zusammen die Anleitung und die Teiletüten an. Hier sehen wir schon mal die Steinetüten, unterteilt in Bauschritt Nummer 1 und Nummer 2. Die Verpackung war ganz gut gefüllt, also das war auf jeden Fall keine Luftnummer. Das gefällt mir schon mal soweit. Und wir haben die Basis von den Speed Champions dazu, die wir mittlerweile wahrscheinlich alle kennen. Neben der Anleitung hat sich in der Packung natürlich noch der Stickerbogen befunden. Und ich muss sagen, hier kommen wir zum ersten No-Go als eigentlicher Qualitätsmarktführer, wenn der Stickerbogen so aus der Packung kommt. Teilweise sind die Sticker schon halb abgelöst. Mal sehen, ob die da noch gut halten. Ich bezweifle es stark. Und wenn man für ein Set eigentlich 20 Euro bezahlen soll und dann schon Sticker dabei sind und ihr wisst, ich bin kein Fan von Sticker, dann sollte der Bogen auf jeden Fall nicht so aussehen. Nicht, wenn man eigentlich Qualitätsmarktführer sein möchte. Und natürlich haben wir auch noch die Anleitung mit dabei. Auch ist sie natürlich wieder als Heft zusammen. Lego-typisch wird nichts ausgegraut und wir haben 99 Hauptbauschritte. Insgesamt hat die Anleitung 111 Seiten und ihr könnt euch gerne hier nochmal das Video anhalten, wenn euch die Teileliste interessieren sollte. Da das Set ja in zwei Hauptbauabschnitte eingeteilt ist, werden wir uns nach dem ersten Bauabschnitt auf jeden Fall wiedersehen und dann reden wir zusammen über die Teilequalität, über die Konstruktion und so weiter und so fort. Am Ende gibt es natürlich wieder eine Kaufempfehlung oder eine Nicht-Kaufempfehlung. Ihr wisst da ja mittlerweile Bescheid. Ich wünsche wie immer viel Spaß mit dieser Review. Und wir sind schon fertig mit dem ersten Bauabschnitt, hat ungefähr jetzt 20 Minuten gedauert. Ich habe auf jeden Fall bis hierhin wirklich viel Spaß, Teilequalität wie von Lego gewohnt, sehr schön, tolles Baugefühl, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ebenfalls die Teilequalität vom Aussehen bisher sehr gut gewesen, nur an einem Teil haben wir schon ein paar Verkratzungen gefunden. Und das Teil ist auch ganz interessant, denn dieses Teil, das hier den Heckbereich abschließt, ist ein großes Teil von hier bis hier unten, hat man auch nicht alle Tage, ist aber um den Challenger hinten darzustellen richtig, richtig gut. Leider haben wir nur ein paar kleine Kratzerchen drauf, das ist natürlich bei so einem Teil auch sehr schwierig zu vermeiden. Ansonsten haben wir schon einiges vom Innenraum gebaut, wie den Schalthebel, eine NOS-Flasche ist drin und eben den Anfang für den Sitz und für das Lenkrad. Und wir haben viel am Heckbereich gearbeitet und der ist wirklich detailliert. Das ist eben ein großer Vorteil von diesen 8 Noppenbreiten Sets, dass man da so viel Detail reinbringen kann. Wir haben auch schon zwei Sticker geklebt, einmal diesen und diesen vom Nummernschild. Interessant ist aber mal wieder, Lego hat hier einiges gedruckt.
Und zwar sind diese Trans-Teile bedruckt mit diesen schwarzen Streifen. Und auch die schwarzen Streifen auf diesen Plates hier sind bedruckt. Genauso wie diese Pünktchen, die ihr seht. Das sind keine Sticker, das sind auch Prints. Das ist natürlich super und geht auch in die richtige Richtung. Die Druckqualität ist auch wirklich gut. Aber wenn das bedruckt ist, hätte man meiner Meinung nach auch auf jeden Fall die anderen Teile bedrucken können und sollen. Aber wie gesagt, ich hatte bis jetzt auf jeden Fall wirklich Spaß mit dem Set und ich werde den Charger natürlich noch mit dem zweiten Bauabschnitt vervollständigen und wir sehen uns gleich wieder. Und fertig ist die LEGO 76912 und der Charger von 1970 ist meiner Meinung nach natürlich super für eine Klemmbausteinumsetzung geeignet und deshalb gibt es wahrscheinlich auch einige Klemmbausteinsets davon. Und dann schauen wir uns nochmal zusammen an, was LEGO aus diesem tollen Vorbild gemacht hat. Also die silbernen Ratioblenden mit schwarzem Aufdruck gefallen mir wirklich, wirklich gut, wenn sie auch von den Felgen der Filmvorlage recht stark abweichen. Aber das ist meines Erachtens auch der einzigste Punkt, der wirklich stark von den Filmen abweicht. Mal abgesehen von ein paar Sachen, die einfach nicht anders realisierbar gewesen wären in dem Maßstab, aber da sprechen wir noch zusammen drüber. Vom Aussehen her gefällt er mir wirklich sehr gut, weil der Rest ist wirklich sehr filmnah und die Form des Chargers wurde wirklich, wirklich gut getroffen. Ich liebe auch so kleine Details, wie dass man eben nur auf der Fahrerseite einen Außenspiegel hat und auf der Beifahrerseite keinen. Das ist ja beim realen Vorbild genauso. Natürlich hat der echte Charger ein paar mehr Rundungen und ist nicht ganz so eckig. Aber diese ganz leichten Rundungen kann man selbst mit 8 Noppen Breite einfach nicht darstellen. Und für diesen Maßstab ist es wirklich, wirklich top. Der Motorblock ist auch wirklich sehr, sehr detailliert und meines Erachtens auch eines der kleinen, unscheinbareren Highlights dieses Sets. Ich finde die Front wirklich, wirklich wunderschön. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich bei der Front habe, ist, dass die hellgrauen Teile vorn, die diesen Kranz bilden, eigentlich auch in Silber hätten beigelegt werden können, beziehungsweise als Chromteile. Aber da hat LEGO mal wieder meines Erachtens an der falschen Stelle gespart. Also es wäre wirklich bei dem Preis, den LEGO dafür verlangen würde, sonst drin gewesen. Auch das Heck finde ich wirklich wunderschön mit den vielen Details, die wir schon gebaut haben und die ihr ja auch schon vorhin im Zwischenbauschritt gesehen habt. Von der Seite gefällt er mir auch wirklich gut, nur das Heck finde ich in der Seitenansicht ein wenig zu klobig. Und mich stört etwas, dass die Achsen doch auch relativ klobig wirken. Das ist aber ebenfalls Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau und wäre nicht anders umsetzbar gewesen in diesem 8-Noppen-Maßstab, obwohl mit dem 8-Noppen-Maßstab ja schon viel mehr umgesetzt werden konnte, als bei dem Vorgängerset, der ja noch in der 6-Noppen-Breite war. Für die sehr gute Optik mussten wir nur leider auf Türen verzichten. Die kann man hier nicht aufmachen, weil das wirklich gebaut aus Plates wurde. Aber wir können hier sehr einfach das Dach abnehmen. Das Dach wird von keiner Noppe gehalten, sondern nur mit Hilfe dieser zwei Noppen hier so ein bisschen unter die Fliese drunter geschoben. Und durch diese zwei Noppen, die wir unter die Fliese drunter schieben, hält es trotzdem erstaunlich gut. Und hält auch ein bisschen Spiel auf jeden Fall stand. Wenn man es natürlich auf den Kopf dreht, kommt das Dach gefallen. Den Innenraum finde ich soweit eigentlich wirklich schön gestaltet. Auch den Überrollkäfig finde ich hinten wirklich cool. Ich habe aber das kleine Problem, was ich mit einigen Speed Champions habe. Es ist immer wieder schade, dass man hier unten dann so frei durchgucken kann. Das liegt natürlich an der Grundbasis von den Speed Champions, aber ich denke mir immer, das müsste man doch nochmal ein bisschen schöner verdecken können. Und apropos Minifigur. Das ist auch das einzige Set, in dem diese Dom Toretto Minifigur vorkommt. Ich bin aber der Meinung, dass die Minifigur wirklich recht schwach ist. Das Gesicht gefällt mir nicht. Also ich würde da Dominic Toretto nicht erkennen und ich finde auch den Gesichtsausdruck irgendwie nicht gut. Das Tanktop passt an und für sich zum Seriencharakter, sieht aber meines Erachtens mehr aus wie ein übergezogener schwarzer Müllbeutel. Und da rettet es leider die Optik auch nicht, dass er auch hinten bedruckt ist. Für mich leider eine recht schwache Minifigur. Aber es hat wohl zu keinem Set der Schraubenschlüssel bei den Speed Champions so gut gepasst wie zu Dominic Toretto. Natürlich kann der Charger auch rollen und das Rollen ist, wie wir das von den Speed Champions kennen, einfach fast ohne Widerstand und es ist ein Top-Gefühl. Das habe ich bei keiner anderen Speed Champions Alternative so gut gefunden wie bei den originalen Lego Sets und das hat sich auch bei diesem Charger mal wieder bestätigt. Im Vergleich zu dem Sembo Set, welches ja ebenfalls 8 Noppen breit ist, spielt das Lego Set vom Aussehen her in einer anderen Liga. Er ist viel detaillierter, hat bessere Steine, ist weniger zerkratzt und die Steinequalität ist halt generell Lego-typisch hier wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ebenfalls haben wir die vielen tollen Details, die beim Sembo-Set nicht wirklich beachtet wurden.
Ob man dafür natürlich diesen immensen Aufpreis zahlen möchte von um die 6 bis 8 Euro auf eigentlich 20 Euro und sonst 15 Euro, das muss man dann eben selber überlassen. Spaß haben kann man auf jeden Fall mit beiden Sets, aber das Lego-Set ist wie gesagt nochmal eine andere Liga. Trotzdem machen sich beide sehr, sehr gut im Regal als Displaymodell. Meistens landen wird, das sind nicht die großen Spielsets, das ist eher ein Sammlerset. Löblich finde ich es an und für sich, dass wir nur 5 Sticker bei dem Set gebraucht haben. Schade ist es natürlich trotzdem, dass wir überhaupt noch 5 Sticker dabei haben, wenn Lego auch zeigt, wir können schön printen. Wie ich euch das ja im Zwischenschritt auch schon näher gebracht habe. Löbliche Erwähnung noch für Lego. Wir haben auch einige Ersatzteile mit dabei, darunter auch die Felgen. Das ist ganz schön, wenn mal was davon wegkommt. Und nochmal so eine bedruckte Trans Red Fliese. Das ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Für mich gibt es auf jeden Fall auch für dieses Lego-Set eine klare Kaufempfehlung, wenn ihr das Set wie ich zu einem fairen Preis bekommt. Wie gesagt, 13, 14, 15 Euro, da habt ihr hier auf jeden Fall keinen Fehler gemacht und werdet sehr viel Spaß damit haben. Für die Leute, die immer noch mit ihrem Geld haushalten müssen, ist natürlich das Sambo-Set trotzdem noch eine Empfehlung und auf jeden Fall macht man damit keinen Fehler. Wenn ihr natürlich das Set hier von Lego selber besitzt, könnt ihr wie immer gerne eure Meinung dazu mit in die Kommentare schreiben. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.